Die Bundeskanzlerin startet nun gemeinsam mit uns einen virtuellen Rundgang durch drei besonders innovative Beispiele zum Thema digital nachhaltiger Leben. Da sind wir natürlich ungeheuer stolz, dass wir mit unserem Projekt als ein wichtiges Projekt für den Digitalgipfel dabei waren und uns persönlich der Bundeskanzlerin vorstellen durften. Das ist typisch für den Digitalgipfel, dass sie einen Rundgang macht. Diesmal war es ein virtueller Rundgang. Und in diesem Kontext haben wir hier das smarte Quartier von den Stadtwerken in Jena-Lobeda vorgestellt und der Kanzlerin halt aufgezeigt, wie eine Blaupause für die Zukunft und auch für Regionen aussehen kann. Ja, wir haben hier die Vernetzung von Digitalisierung und Alltag. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das so nonchalant hinkriegt, dass das nicht so flashy Raumschiff Enterprise-mäßig ist, sondern in den Dienste des Menschen, in dem Fall dann des Mieters, gestellt wird. Das ist Kern dieses ganzen Projekts. Darum geht es tatsächlich, eine digitale Balance zu schaffen zwischen den drei, ich persönlich sage manchmal vier, ich habe so eine Nachhaltigkeitsraute gebaut, soziologisch, also was betrifft den Menschen, ökologisch die Natur, aber auch ökonomisch, dass es bezahlbar ist, aber gleichzeitig muss auch technisch sinnvoll sein. Das wird die Herausforderung sein, die Digitalisierung in diese Richtung zu bewegen. Ich habe auch noch gehört, dass Carsharing ist mit enthalten, dass ich, wenn ich einen Rollstuhl brauche oder so für Seniorinnen oder Senioren, dass man sowas auch sich mieten kann. Ja. Dann. Im Mobilitätssegment natürlich Carsharing, Bikesharing, wer das möchte, aber eben auch Rollstuhlsharing. Man muss nicht jeder im Treppenhaus, das ist ja oft ein Problem, den Rollstuhl stehen haben, sondern man kann sich da reinteilen und es ist auch anschlussfähig für die weitere Zukunft. Stichwort autonomes Fahren, Stichwort, wenn 5G anliegt, auch da haben wir ein Projekt laufen hier in Jena, dass dann vielleicht irgendwann auch der Rollstuhl autonom zur Tür gefahren kommt, erst dann, wenn ich ihn brauche. Also das ist anschlussfähig auch für die weitere Zukunft. Hier. Diese Plattform, die ist dann an einer Stelle, wenn ich in die Wohnung reinkomme oder? Genau, es gibt ein Tablet, auf dem das alles gebündelt verfügbar ist. Ungefähr die Hälfte unserer Mieter in Lobeda ist über 65 Jahre alt. Für diese Mieter brauchen wir Lösungen. Wir möchten, dass die Menschen so lange wie möglich in ihrer Wohnung wohnen bleiben können. Und dafür sind auch diese Dienstleistungen mit angelegt, also ein Telemedizinraum beispielsweise im Quartier, in den ich von der Wohnung aus gehen kann. Es gibt hier Möglichkeiten, direkt auch gegenüber vom Haupteingang des Klinikums eben in einer guten Versorgungslage, auch in der Nähe von einem schönen Grünraum, der auch direkt praktisch hinter dem Quartier beginnt, hier wirklich auch seinen Lebensabend zu verbringen und so lange wie möglich in seinen eigenen vier Wänden zu bleiben. Neben Themen, die in der Wohnung stattfinden, Smart Home Ausstattung, Energiethemen wie eine intelligente Heizungssteuerung, werden wir auch Themen ausprobieren, die im Bereich Logistik und Einkauf stattfinden, aber vor allen Dingen auch Themen, die mir ganz persönlich wichtig sind. Wir sind hier im Bereich, wo natürlich Gesundheitsversorgung und natürlich auch Breitbandversorgung zum Teil der zukünftigen Daseinsvorsorge gehören und wir als Stadtwerke Jena Gruppe damit natürlich der beste Ansprechpartner für die Menschen in Jena und der Region sind. All das findet hier statt zu Preisen, die erschwinglich sind. Wir bewegen uns da nicht im Premium-Segment im Wohnungsmarkt, sondern das ist teilweise sogar sozialer Wohnungsbau. Da ziehen die Mieter für 5,90 Euro in eine ausgestattete Wohnung, eine fertig ausgestattete Wohnung ein, die eben diese Möglichkeit beinhaltet, auch auf der Plattform zu interagieren. Und das haben wir so noch nicht an Bord und schon gar nicht für so einen Mietpreis. Das, was wir an guten Erfahrungen aus diesem Projekt herausnehmen, das hat das Potenzial dazu, es auch auf den gesamten Bestand von Jena Wohnen und auch von anderen Marktteilnehmern auszurollen, um damit vielleicht auch eine Plattform der Smart City Jena zu bringen. Eine solche Smart City Datenplattform führt das zusammen und führt dann eben zu diesem Effizienzgewinn. Aber hier in Jena ist gerade der Punkt, ich gucke nochmal auf das Exponat so, dieser integrierte Blick, wie kann ich die verschiedenen Sachen zusammenbringen? Das ist der nächste Schritt. Und es ist in jedem Sinne nachhaltig, weil hier Bestandsgebäude verwendet werden, die es schon gab. Auch deswegen kann man das so günstig anbieten. Ich glaube, das ist ein Modell für die Zukunft, das andere gerne übernehmen können, weil es in die Breite ausrollbar ist.